Glücklich natürlich, dass wir eine Runde weiter sind. Ich denke, wir haben gleich von Beginn an gesagt, dass wir eine Rechnung offen haben mit einer und einer das auch sagen lassen wollten, Und ja, ich finde, wir hätten es nicht so spannend machen müssen mehr am Schluss, aber eine Runde weiter ist eine Runde weiter und das war unser Ziel. Die ersten Emotionen sind einfach ganz klar glücklich und zufrieden, dass wir die Runde überstanden haben, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Ich denke, wir haben eine seriöse Partie gemacht. Wir sind gut draufgegangen, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben unsere Chancen genützt. Es ist ein verrücktes Spiel. Keiner hat sich gedacht, dass 8 Tore in diesem Spiel fallen. Obwohl wir viel gut umgesetzt haben, viele Tore gefallen sind, aber es ist wirklich ein verrücktes Spiel gewesen. Dann auch in der zweiten Halbzeit mit dem 4-0, glaube ich, war es dann klar, dass wir die Partie gewinnen werden. Auch wenn es dann am Schluss, das habe ich dann nicht mehr gesehen, aber ja, dann mit dem 5-3 vielleicht noch ein bisschen eng geworden ist, aber trotzdem haben wir da verdient gewonnen heute. Tore und Assist geben mir immer Selbstvertrauen, das ist extrem wichtig für mich und deswegen bin ich glücklich, dass es halt funktioniert hat, auch wenn ich gerne noch eins draufgelegt hätte. Egal, ob man Stürmer ist oder Verteidiger, wenn man Tor schießt, ist das immer gut fürs Selbstvertrauen und wenn man dadurch der Mannschaft helfen kann, dass man gewinnt, ist das natürlich sehr schön, ja. Eigentlich die Mannschaft war sehr gut heute, kompakt. Nur die 3 Gegentore waren vielleicht unnötig, ein unnötiger Elfer, den der Schiri falsch gesehen hat, aber im Ende haben wir gewonnen und wir sind glücklich. Es ist schon so, dass ich vielleicht noch das ein oder andere Spiel brauche, dass ich noch besser reinkomme, aber für die ersten 2 Partien, denke ich, war das in Ordnung. Ich habe auch auf dieser Position bis zur U19 immer gespielt und dann bin ich Profi geworden in St. Pölten, habe auf der 6 bzw. auf der 8 gespielt. Von dem her war das jetzt nicht ganz neu für mich und ich bin zufrieden für das, wie die ersten 2 Partien gewesen sind. Nein, ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und dass weiter so geht. Dass wir Qualität eigentlich vorne haben, das wissen wir. Und heute haben wir es endlich mehr auf dem Platz zeigen können und ich hoffe, das geht weiter so. Wir haben heute versucht, dass wir wirklich, wirklich darauf achten, dass wir von Anfang an vorne drauf gehen und nicht so in Passivität verfallen und den Gegner spielen lassen, so wie es in den letzten Wochen gewesen ist. Das wissen wir schon, dass das nicht gut gewesen ist und wir haben wirklich heute versucht, von Anfang an das besser zu machen, haben dann auch unsere Chancen genützt zum Glück. Und wenn es dann mit 2-0 gleich mal vorne bist, dann stimmt das Selbstvertrauen auch und dann mit den weiteren Toren ist schon der Knoten geplatzt auch. Ja, wir haben vieles gut umgesetzt, was der Trainer uns gesagt hat. Und es ist sehr viel aufgegangen, das Gegenpressing ist sehr gut aufgegangen. Die Gegner haben mit hohen Bällen agiert, haben wir gut verteidigt, die zweiten Bälle haben wir auch gehabt. Und wir haben gut gekontert. Es war, glaube ich, für das Selbstvertrauen und für die Köpfe sehr wichtig heute, dass wir gewonnen haben, dass wir gesehen haben, dass wir in einer Partie auch 5 Tore schießen können und noch viel mehr Chancen haben. Das war ja ein bisschen so das Manko in den letzten Wochen, dass wir zu wenig Tore gemacht haben. Ja, es ist einfach gut für die Köpfe heute, dass wir gewonnen haben und wir fahren auf jeden Fall mit Vorfreude dorthin. Ja, ein Derby ist immer was anderes. Da ist man hochmotiviert. Man will immer gegen den direkten Konkurrenten gewinnen. Ich glaube, jeder ist motiviert und jetzt warten wir nur auf Rapid jetzt. Ja, ich habe gute Erinnerungen an das Derby. Das war eines meiner ersten Spiele, wo ich auch getroffen habe. Und gegen Rapid ist natürlich immer ein Highlight. Das muss man Austrianer, glaube ich, nicht sagen. Und ja, geiler geht es eigentlich nicht.